In den meisten Themen müssen Sie ziemlich fortgeschritten sein, bevor Sie anfangen können, die philosophischen interessanten Dinge zu benennen. Aber in der Chemie fängt alles mit dem wohl philosophisch interessantesten Teil des ganzen Themas an, und das ist das Atom. Die Idee des Atoms stammt von Philosophen. Sie können nachschauen, die haben also über das Atom philosophiert. Und jetzt fange ich hier zum Beispiel mal mit einem Apfel an. Also das hier ist ein Apfel. Und jetzt schneide ich den Apfel immer kleiner. Also ich male ihn jetzt erstmal ein bisschen schöner, damit er nicht wie ein Herz aussieht. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie schneiden den Apfel immer kleiner, erhalten Sie am Schluss so ein kleines Teil, dass Sie nicht mehr weiter zerschneiden können. Ja, und möglicherweise versuchst du dann, dein Messer schärfer zu machen und immer kleiner zu schneiden. Aber der Atom ist erstmal ein philosophisches Konstrukt. Es ist nur eine geistige Abstraktion, die uns erlaubt, eine Menge von Beobachtungen zu beschreiben. Wir werden es noch sehen. Jedenfalls, die Philosophen dachten nun mal, dass es einen winzigen Teil eines Apfels gibt, den man nicht weiter zerschneiden kann. Dieses Konstrukt gilt für jedes Konstrukt, für jedes Element, alles, was du im Universum hast. Und so bedeutet das Wort Atom auf Griechisch einfach nicht schneidbar oder nicht teilbar. Nicht schneidbar. Heute wissen wir, dass das Atom in Wirklichkeit teilbar ist. Es ist also nicht so trivial. Das Atom ist also doch nicht die kleinste Form von Materie, die wir kennen. Wir wissen heute, dass ein Atom aus noch kleineren Teilchen besteht. Also, wir haben hier nochmal das Atom. Und dann haben wir noch ein Neutron. Und wir haben noch ein Proton. Und dann gibt es noch die Elektronen. Und wahrscheinlich sind Sie damit schon vertraut. Sie kennen wahrscheinlich diese alten Videos über atomare Projekte. Und diese Zeichnungen sehen dann meistens so aus. Hier drehen die Dinge sich immer umeinander. Hier zum Beispiel das Elektron dreht sich so um den Kern. Die allgemeine Vorstellung dahinter, und ich denke mir, dass Sie diese Zeichnungen auch heute noch benutzt werden. Sie haben also den Kern in der Mitte, und der Kern ist also in der Mitte, und der Kern besteht aus Neutronen und Protonen, und verschiedene Kerne haben verschiedene Neutronen und Protonen, und dann gibt es eben das Orbit, das Elektron kreist in einem Orbit um den Kern. Und das war also die alte Idee, dass sie diese Elektronen den Kern umkreisen, wie Planeten die Sonne umkreisen. Und es ist gezeigt worden, dass das aber eine komplett falsche Vorstellung ist, und das zeige ich euch demnächst. In der Quantenmechanik werden wir lernen, warum das falsch ist. Wenn wir das versuchen, uns so vorzustellen, es entstehen dann Widersprüche, wenn sie versuchen. Ja, auf jeden Fall war das die originale Idee, die entspricht auch dem Mainstream, so wie ein Atom eben aussieht. Als ich sagte, also ein Atom ist philosophisch interessant, warum ist das philosophisch interessant? Denn wenn wir jetzt ein Atom uns anschauen, verschwimmt die Grenze zwischen unserer physischen Realität und die Aussage, dass letztendlich alles nur Information ist. Ein Atom ist eben nicht so wie ein Gegenstand in unserem Alltag. Ein Teilchen kann ich also anschauen, ich kann es berühren, während eine Welle einfach etwas anderes ist. Wir werden in der Quantenmechanik sehen, wie alles durcheinander kommt, was auch die Größe eines Atoms betrifft. Was ist nun der richtige Atom? Wie können wir uns ein Atom vorstellen? Ich zeige euch mal hier ein Bild eines Atoms, also mehr eine Abbildung. Wie kann man eigentlich überhaupt ein Bild von einem Atom machen? Stellt es sich nämlich heraus, dass ein Atom kleiner ist als die Wellenlänge des Lichtes.
oder die Wellen eben größer sind als ursprünglich als die kleinsten Atome. Aber wenn man es mit einem Atom zu tun hat, ist reflektiertes Licht plötzlich ein viel zu großes Instrument, um das auch abzubilden. Das ist hier die Abbildung eines Heliumatoms. Ein Heliumatom hat zwei Protonen und zwei Neutronen, oder zumindest dieses hier hat das. Also die roten Kleckse stehen für Protonen und die lila stehen für Neutronen. Ja. Also diese befinden sich in der Mitte des Atoms. Und dieser ganze Dunst außen herum, das sind die Elektronen. Und dieses, vielleicht könnte das Atom ein Elektron verlieren oder auch mehrere Elektronen verlieren. Du fragst dich vielleicht, wie können diese zwei Elektronen so unscharf werden? Die sind doch irgendwie um das Atom herum verschmiert. Und hier wird es eben philosophisch interessant. Man kann den Weg eines Elektrons nicht als Orbit beschreiben. Die traditionelle Idee war, dass der Pfad eines Elektrons in einer Kreisform ist. Und nur in einem viel größeren Maßstab habe ich es hier gezeichnet. Es stellte sich dann heraus, dass du bei einem Elektron eben nicht genau weißt, wo es sich befindet. Alles, was du wissen kannst, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, also wo es wahrscheinlich ist. Und wie es hier dargestellt ist, bedeutet schwarz eine höhere Wahrscheinlichkeit, also das Elektron ist wahrscheinlicher hier. Aber das Elektron könnte auch woanders sein. Es könnte hier außen sein, allerdings mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Diese Funktion, wo ein Elektron ist, heißt Orbital. Orbital. Nicht mit Orbit verwechseln. Orbit ist etwas anderes. Das ist ein Orbital. Ein Orbit war so etwas wie hier, so etwas wie die Venus, um die Sonne kreist. Das ist physikalisch für uns einfach vorzustellen. Ein Orbital ist eine mathematische Wahrscheinlichkeit, also eine Funktion, die uns sagt, wo sich das Elektron wahrscheinlich befindet. Wir werden das uns in der Quantenmechanik noch genauer anschauen. Das ist aber sehr, sehr interessant. Das Verhalten eines Elektrons ist also wirklich völlig bizarr, dass man es eigentlich gar nicht mehr ein Teilchen nennen kann. Es ist ein Teilchen, aber nicht ein Teilchen, wie wir uns das vorstellen. Man kann nicht einmal genau sagen, wo das Elektron ist. Es kann überall sein, es kann überall in diesem Dunst hier sein. Wir werden später erfahren, dass es verschiedene Weisen von Dunsten gibt und mehr Elektronen hinzufügen. Aber hier wird es einfach philosophisch interessant. Was ist eigentlich ein Atom? Wie ist eigentlich Wirklichkeit definiert? Die ganze Vorstellung von Elektronen und Protonen ist auf den Begriff Ladung ausgelegt. Wir haben darüber schon mal geredet, als wir das Coulomb-Gesetz gelernt haben. Die Idee ist nun, dass ein Elektron eine negative Ladung hat. Negativ. Und Protonen haben eine positive Ladung. Und Elektron hat keine Ladung. Und das war wieder sehr verlockend im ursprünglichen Modell. Ja, man konnte sich vorstellen, dass dieses Ding hier zwei positive Ladungen hat. Sagen wir zwei Neutronen, zwei Protonen, das ist ein Heliumatom. Dann haben wir positive Ladungen hier und hier negative Ladungen. Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an. Und durch die Geschwindigkeit kamen es in eine Umlaufbahn, ähnlich wie Planeten um die Sonne. Damit licht sich das Ganze wieder aus. Das ist auch teilweise wahr, je weiter ein Elektron vom Kern entfernt ist, so weit es weg ist vom Kern, hat es auch mehr potenzielle Energie. Es will sich auf den Kern zubewegen. Aber wegen der Gesetze der Quantenmechanik wird es sich nicht auf einem einfachen Pfad bewegen, so wie in so einem Orbit, sondern das Elektron hat in Wirklichkeit ein wellenartiges Verhalten. Je weiter weg ein Orbital ist, desto mehr Potenzial hat es, desto mehr Energie hat es. Naja,
Jedenfalls, wie erkennen Sie nun, was für ein Element das eigentlich ist? Woher wissen Sie jetzt also, dass es Helium ist? Ist es die Anzahl der Neutronen, Protonen oder der Elektronen? Naja, es ist die Anzahl der Protonen. Also, wenn Sie die Anzahl der Protonen in einem Element kennen, wissen Sie, was für ein Element es ist. Die Anzahl der Protonen definiert die Ordnungszahl. Das ist die Ordnungszahl, Atomic Number. Wenn jetzt etwas 4 Protonen hat, woher wissen wir, was es dann ist? Dann schauen wir hier im Periodensystem nach und du siehst, das ist Beryllium. Das ist Beryllium. Genau hier links oben. Die Ordnungszahl, die steht, das sind diese kleinen Zahlen hier oben. Und das unterscheidet ein Atom von einem anderen Atom. Wenn Sie 15 Protonen haben, dann wissen Sie, es ist Phosphor. Und wenn Sie 7 Protonen haben, dann ist es Stickstoff. Stickstoff, wenn Sie 8 haben, dann ist es Sauerstoff. So ist das Element definiert. Nun werden wir in Zukunft darüber reden, was passiert mit der Ladung, wenn wir Elektronen verlieren. Es ändert nichts daran, mit welchem Element wir es zu tun haben. Das Element bleibt also gleich, auch wenn Sie die Anzahl der Neutronen ändern. Aber das führt zu einer anderen Frage, wie viele Protonen und Elektronen eben da sind. Wenn ein Atom neutral ist, dann bedeutet es, dass die Anzahl der Elektronen die gleiche ist wie die Ordnungszahl. Wenn ich also hier Kohlenstoff nehme, Kohlenstoff hat die Ordnungszahl 6 und die Massenzahl ist 12. Ist 12. Was bedeutet das nun? Dies bedeutet, dass es ein neutrales Teilchen oder ein neutrales Atom erstmal ist. Also die Ordnungszahl für Kohlenstoff ist 6. Das sagt uns genau, wie viele Protonen Kohlenstoff hat. Also ich kann ein kleines, nicht sehr genaues Modell von Kohlenstoff hier zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Protonen, 6 Protonen in der Mitte. Und jedes dieser Protonen hat die Atommasse 1. Und das ist ein ganz kleiner Bereich von einem Kilogramm, etwa 1,67 mal 10 hoch minus 27. Also jedes dieser Protonen hat eine Atommasse von 1. Eine atomare Masseneinheit, das ist ungefähr 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Das ist eine sehr kleine Zahl, eigentlich ist es fast unmöglich, die darzustellen. Die Zahl 12 sagt mir, dass die Masse des gesamten Kohlenstoffatoms 12 betragt. Und das ist die Masse aller Protonen plus die Masse aller Neutronen zusammen. Jedes Proton hat eine Atommasse von 1 und jedes Neutron hat eine Atommasse von ebenfalls 1. Das ist die Anzahl der Protonen plus die Anzahl der Neutronen plus die Anzahl der Neutronen. Also in diesem Fall haben wir 6 Protonen, also müssen wir auch 6 Neutronen haben. 6 Neutronen plus 6 Protonen. Wo sind also die Elektronen? Also das Atom ist neutral, das heißt, das Proton hat die gleiche positive Ladung, wie das Elektron eine negative Ladung hat. Es hat also 6 Protonen und 6 Elektronen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind noch die Neutronen hier. Und dann, wenn wir die Elektronen zeichnen könnten, gut, ich könnte hier noch einmal die 6 Elektronen in einer Kreisbahn einzeichnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bewegen sich in dieser unberechenbaren Weise, wie wir es vorhin gelernt haben. Das Interessante daran ist, dass der Großteil der Atommasse hier sitzt. Sitzt hier in der Mitte im Kern. Wenn sich die Menschen mit der Atommasse beschäftigen, haben sie festgestellt, dass die Masse hauptsächlich im Zentrum sitzt und die ignorieren die Elektronen. Der Grund dafür ist, dass die Masse eines Protons das 1836-fache eines Elektrons ist.
Wenn wir also über die Masse eines Atoms nachdenken, dann können wir eigentlich die Masse der Elektronen vernachlässigen. Ja, es ist wirklich die Masse der Protonen und Elektronen eines Atoms. Also die hauptsächlich die Masse des Kerns, die Masse des Atoms bestimmt. Wenn Sie nun das Periodensystem sehen, ist die Ordnungszahl hier oben. Die ist zum Beispiel für Sauerstoff 8. Das bedeutet, Sauerstoff hat 8 Protonen. Silizium hat 14, also hat 14 Protonen. Was bedeutet nun diese kleine Zahl hier unten? Beim Kohlenstoff ist die 12,0107. Das ist das Atomgewicht des Kohlenstoffs. Was ist also das Atomgewicht? Das Atomgewicht von Kohlenstoff. Das Atomgewicht von Kohlenstoff ist 12,0107. Was bedeutet das nun? Heißt es nun, dass Kohlenstoff 6 Protonen hat und der Rest sind 6,0107 Neutronen? Nein, das bedeutet was anderes. Das bedeutet, wenn Sie durchschnittlich alle verschiedenen Kohlenstoffe auf dem Planeten, wenn Sie da einen Durchschnitt bilden, dann erhalten Sie diesen Durchschnitt. Das ist also der durchschnittliche, ja, die Hauptform des Kohlenstoffs. Hauptstoff des Kohlenstoffs ist Kohlenstoff 12, 6 Protonen und 6 Neutronen. Ein Isotop ist ein gleiches Element mit einer unterschiedlichen Anzahl der Neutronen. Das Kohlenstoffisotop 14 ist sehr selten auf der Erde. Und der Durchschnitt von allen Kohlenstoffen beträgt eben die 12,01. Also es ist nicht der einfache Durchschnitt. Es gäbe es mehr C14, dann wäre das durchschnittliche Gewicht näher an 14 dran. Aber es gibt mehr Kohlenstoff 12 und deswegen liegt der Durchschnitt mehr an 12 dran. Das meiste Kohlenstoff auf der Erde hat im Durchschnitt eben eine Atommasse von 12, manche haben etwas mehr, deswegen ist der Durchschnitt 12,0107. Aber die Idee eines Isotops ist interessant. Wenn Sie die Zahl der Neutronen ändern, ändert sich das Element nicht. Sie erhalten nur ein anderes Isotop, eine andere Version des Elementes. Also diese beiden Versionen von Kohlenstoff habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Das gleichzeitig ist es eine philosophisch interessante Betrachtungsweise. Die relative Größe und Masse eines Elektrons ist sehr gering im Vergleich zum Kern. Also ein Zweitausendstel ungefähr der Masse eines Atoms sind die Elektronen. Dann ist es noch schwer, ein Elektron genau zu beschreiben. Man kann nicht einmal genau sagen, wo das Elektron ist. Sie benötigen dazu eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Also das meiste des Atoms ist im Kern. Und das ist das Interessante daran. Wenn man sich ein durchschnittliches Atom anschaut, so zum Beispiel, oder zwei Atome, die aneinander gebunden sind, wie viel davon ist wirklich Materie? Und wenn ich sage Materie, das ist sehr abstrakt, dann reden wir im Wesentlichen über den Kern. Zeigt sich also, dass nur ein minimaler Anteil des Volumens eines Atoms der Kern ist. Das Volumen eines Atoms ist schwer zu definieren, aber wenn man sich das Volumen als den Teil vorstellt, wo die Elektronen zu 90% sind, dann ist der Kern in vielen Fällen nur ein Zehntausendstel des Volumens eines Atoms. Wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie Ihre Hand auf eine Herdplatte legen, dann ist 99,99% davon freier Raum, ist also Vakuum, das ist nichts. Hätten Sie jetzt ultrakleine Partikel, würden die meisten von Ihnen einfach durch Sie hindurchgehen. So stelle ich mir eine Frage bei unserer Realität. Was ist da draußen überhaupt? Was ist eine Tatsache? Was ist Realität? Wenn wir alles auf die grundlegenden Bausteine der Atome bringen, dann ist der Großteil des Raums Vakuum. Man könnte weiter geradeaus durch das Vakuum gehen, in diesem Maßstab. Auf diesem Bild hier ist es ein Femtometer.
ein Femtometer. Und das ist das Ausmaß des Kerns eines Heliumsatoms. Sein Angström entspricht 100.000 Femtometern. Um nur das Gefühl von der Größe zu bekommen, ein Angström ist ja 10 hoch minus 10 Meter. So ist das Atom etwa ein Angström groß. Das Heliumatom ist noch viel, 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 viel kleiner. Wenn Sie flüssiges Helium hätten, dann ist das meiste davon eigentlich gar nichts. Von einer Eisenstange ist das meiste also einfach ein leerer Raum. Und vielleicht gibt es noch viel mehr Platz auch im Zellkern drin. Für mich das Verblüffendste dabei ist, dass die meisten Dinge nicht wirklich solide sind. Sie sind in Wirklichkeit nur leerer Raum, sehen aber für uns solide aus, wegen der Art und Weise, wie das Licht reflektiert wird. Also in Wirklichkeit ist alles nicht, kann man das alles nicht berühren. Das meiste hier ist eigentlich freier Raum.